So, hi Leute, ja. Auch wieder zurück bei meinem Total Let's Play nach einer Zeit. Dass ich jetzt hoffe, dass ich die Geschwindigkeit schneller hinkriege. Habe ich mir so überlegt. Aufnahme ist jetzt am 22:41 Uhr. Am 28.01. Ja, und ich habe ja die Britannia da erstmal vertrieben. Ich wusste lieber da aus mit Legionärskohorten. Ich habe Gott sei Dank endlich die Marius-Reform gekriegt, womit ich jetzt bald endlich die richtigen Elite-Truppen der Römer ausbilden kann. Genau. Na, immer noch. Legionärskohorte. Okay, genau, und die Armee ist jetzt unterwegs, damit ich mir Lemonum hole. Lemonum. Und was mir jetzt gerade nebenbei ausfällt, die Putti holt sich die Karthager. Ich finde es sehr interessant, wie sich hier die... Skipionen breiten sich Richtung Griechenland aus. Aber kommen irgendwie nicht so richtig voran. Naja, kann nur vorteilhaft für mich sein im Bürgerkrieg, dann habe ich leichtere Gegner. Naja. So, dann mal. Bis der dann mal gegangen ist. Wart euch mal, ich kann es auch nicht beschleunigen. Oh, die Bliebzeiten sind da nicht gerade so. Die Nomino und zurückschlagen? Mhm. Hallo. Was war denn das jetzt? Oh. Hey, hey, hey. Germanien. Ups. Ja. Ich möchte einfach, dass ich Britannien nicht holen. Die möchte ich da zurück haben, weil es nervt immer, dass die Germanen kommen. Die ausnahmsweise mal da sind. Schon Glück ums auch. Nein, 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 nein. Ganz ruhig. Wie lange jetzt sind wir aus? Ach, die können wir belagern lassen. Spanische Söldner. Interessant. Ja. Hallo, Söldner, hier. Ich brauche mal ein paar Söldner. Ich bezahle auch extra hohen Lohn. Also Sold. Schlecht. Gewählte Bezeichnung. Ja. Wollte mal richtige Soldaten hier. Das sind sehr niedrige Einnahmen. Ja, was eignet sich denn? Verdammt. Oh weia. Ja.
Oh oh. Eine Belagerung. Verdammt. Nee, ich möchte mich nicht mehr bei euch einschmeicheln. Oh. Sorry Leute, das war jetzt ein Versehen. Oh Gott. Wie schaut's aus? Der Schrein des Jupiter. Ja, hin. Toll. Der hat's gebracht. Stoßt vor! Weiter geht es nicht! General! Imperator! Herr! General! Ich denke mal, die KI wird hier schlau genug sein, dass sie nicht angreift. Ich brauche endlich eine neue Armee, weil die sind veraltet. Einheiten, wartet auf meine Befehle! Na, was gibt's da besonders zu formieren? Man sieht es, man sieht es, man sieht es. Hä? Ach nein, das war ja bei dem. Ich dachte, ich hätte hier doch wohl Legionärskoordinaten, das waren aber einen anderen. Bei der zweiten Armee. Das macht sich ungut. So, kommt das erste sie hier raus. Ja, wenigstens. Ach ne, es war beim Medieval. Ich habe an den Stonehenge in München gedacht. So, das dauert jetzt erstmal. Was für ein Gedränge herrscht hier. Das dauert jetzt unbeschleunigt nicht Zeit.
So. Zieht sich zurück. Das dauert immer. Die Aufstiegsphase. Was ist denn das Problem? So. Einheiten, schnell, schnell, Equites. Equites. Hallo? Es kommt schon raus. Traut euch. Schon ein paar britische Barbaren. Es hat gewisse Ähnlichkeiten mit Empire to the War aufstellen. Was hier die Reihenformation betrifft. Sorry, Leute. Oh, oh, oh. Das war es auch plötzlich. Steinschleuder. Was für eine Erkenntnis. Ja, das fällt mir jetzt gerade nebenbei ein. Mich hat jemand nach Shogun 2 gefragt, was ja im März rauskommen soll. Ob ich es mir eventuell hole. Das ist. Da schaue ich mal, wie sehr was es rausbringt. Weil eins muss ich sagen. Ich war zwar nicht beim Release bei Empire dabei. Aber. Ah, nicht nebenbei quatschen und spielen. Oh, ein bisschen zu knapp habe ich das gemacht. Sind sich weiter zurück. Ja, weil wo ich dann sozusagen nachgelesen habe, was sie ja alles für Empire rausbringen wollten und bei Napoleon. Stichwort Uniform Editor. Mal schauen, wie viel sie einfach einhalten bei Shogun 2 an Versprechen. Ich bin wahnsinnig. Auch das Szenario, ich hätte mir. Ja. Eigentlich hoffe ich, dass. Ich weiß nicht, was hat der Vorhabe? Ich mache jetzt ein bisschen Linienbreite, auch wenn es riskant ist. Dass Room 2 als nächstes herauskommt. Ja, wo ich hier gerade nebenbei rumspiele. Ja.
Es hat nicht unbedingt grafische Natur, weil es gibt eben so kleine Sachen, die vielleicht Rome perfekt machen würden, so um 2. Multiplayer-Kampagne und Seeschlachten. Das sind solche Sachen, die hätte ich gern noch. Bei Rome. Equites. Was noch? Na gut, Grafik ist nebensächlich. Ja, eine noch bessere KI. Aber ist auch schwer für eine gute KI rauszubringen. Bei Total War spielen, muss man sagen, ist gar nicht so leicht. Vor allem in Echtzeitschlachten. Ich bin jetzt zu vorsichtig. Aber die greifen nicht recht an. Naja, soll mal recht sein. Ja, fliehen die alle schon. Na. Genau, flieht alle. Flieht alle, also wirklich. Das ganze Vorsicht hätte ich mir sparen können. Mich erstaunt einfach, wie schnell immer ihre Moral. Wie schnell sie an Moral verlieren. Also das war jetzt irgendwie nicht so ganz, oder? Kommt schon. Ja, wie lange halten die noch durch? Der Feind. Und jetzt erwischt er. Zwei bitte. Danke. Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein. Ganz Rom wird über diesen Sieg staunen. Der Tag gehört uns. Naja, so besonders war er jetzt auch nicht. Ja. Sieg! Na wunderbar. Okay, da kann ich noch warten. Imperator, General, marschieren! Weiter geht es nicht! Befehle? Gallien schickt eine Armee schon wieder in die Schlacht. Manchmal bin ich eben zu faul für eine Schlacht. Vorbereiten auf Hinterhalt. Schön. So besser. Mann! Ich möchte, dass das sinkt, nicht steigt. Das ist ja wahr. Also, ich brauche mal andere Truppen. Ah, die kriege ich nicht hier. Hier ist recht auch nicht. Noch warten.
Ja, ich möchte die Stadtkohorten und die Bretonia, das sind die richtig guten Truppen. Oh weia. Imperator, marschieren! So. Kann ich bald abziehen? Na, ist ja umso besser. Toll. Und wieder expandiere ich. Und da geht ja gerade noch so. Okay. Reichspalast. Bretonische Kohorte. Bretonische Kohorte. Prätorianische Kohorte. Krieg ich noch hin. Das sind mal Truppen. Schön. Imperator, vorwärts. Man weiß ja nie. Baut einen Turm. Das ist wunderbar. Jetzt haben wir noch eine Region. Na gut, die Gallier haben zwei Regionen oder mehr. Aber es läuft und läuft.